Vor einiger Zeit habe ich Ihnen in dieser Reihe die Einbindung des ESP32 in die Arduino IDE gezeigt. Das Video können Sie rechts oben finden. Nun lade ich Sie ein zu einem Beispiel, in dem der ESP32 als Webserver eingesetzt wird. Wie der ESP32 Mikrocontroller aufgebaut ist und was er leisten kann, will ich hier gar nicht vorstellen. Dazu gibt es im Internet genügend Informationen. Ich will aber hier seine Fähigkeit zeigen, mit wenig Aufwand einen kleinen Webserver zu bauen. Aber bevor ich an den Aufbau der Schaltung gehe, muss ich mir noch eine kleine Hilfsplatine bauen. Der ESP32 ist in der Version, die ich habe, nicht so richtig für die Arbeit an einem Steckbrett gedacht. Das Bauteil ist etwas zu breit und es bleibt beim Aufstecken auf ein Standardbrett nur eine Reihe für die Verbindungskabel übrig. Da es den ESP32 in unterschiedlichen Ausführungen gibt, klappt das bei dem einen oder anderen Modell? Bei meiner 36-poligen Ausführung habe ich kein Glück. Ich habe mir eine kleine Platine zusammengelötet, auf der ich den Mikrocontroller und noch zwei Reihen einer Stiftleiste untergebracht habe. Das hilft mir beim Aufbau meiner Schaltung und war schnell gemacht. Und das Ganze dann im Schnelldurchlauf. Das Beispiel und auch das Programm habe ich nicht selbst entwickelt. Ich will ja das Rad nicht neu erfinden, aber bei jedem meiner Projekte gebe ich die Quellen und die Links dazu an. Man kann sich dann ja auch noch die Originaldateien ansehen. Das Beispiel findet man auf dem YouTube-Kanal von Rui Santos. Er stellt da in einem Video den ESP32 als Webserver vor. Und davon will ich hier in meinem Video berichten. Zum Aufbau der Schaltung benötigt man zwei LEDs, zwei 330 Ohm Widerstände, drei Verbindungsdrähte und natürlich den ESP32. Die Bauteile habe ich dann nach folgender Schaltung aufgebaut. Je nach ESP32 Modell kann sich die Pinbelegung etwas ändern. Angeschlossen werden die Pins GPIO 26 und 27 sowie der 3,3 Volt Pin. Und mehr Aufwand ist nicht nötig. Auch das Beispielprogramm ist von Rui Santos. Er hat auf seiner Projektseite dazu eine ausgezeichnete Erklärung, wie das Programm arbeitet. Ich empfehle jedem, sich diese Ausführungen anzusehen. Und auf dieser Seite kann man sich auch den Code zu diesem Beispiel herunterladen. Nach dem Starten der Arduino IDE und dem Anschluss des ESP32 über die USB-Schnittstelle kann man sich das Programm aufladen. Ich überprüfe dann, ob das richtige Board eingestellt ist und ob auch der serielle Port stimmt. Danach trage ich meinen Netzwerknamen und den Netzwerkschlüssel ein. Das ist dann eigentlich alles, was ich in diesem Programm einstellen muss.
Um meine Netzwerkadresse herauszufinden, schalte ich zuerst den seriellen Monitor ein und setze die Verbindung auf 115.200. Dann drücke ich auf dem ESP32 die Taste EN. Dadurch wird die WLAN-Verbindung hergestellt und ich erhalte die Netzwerkadresse für den neuen Webserver. In meinem Fall 192, 168, 178 und 28. Nun kann ich die Netzwerkadresse in meinen Browser eingeben und erhalte die Bedienungsseite für mein Beispiel. Ich kann hier die LEDs ansteuern, also ein- und ausschalten und auch beide zugleich. Und das passiert über die Statusänderungen an den Pins GPIO26 und GPIO27. Eigentlich wollte ich Ihnen in diesem Video ein weiteres Beispiel vorstellen, aber leider hatte ich einen falschen Sensor. Ein Video mit einem BME 280 und einem ESP32 als Webserver wird in den nächsten Tagen folgen. Heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem Thema. Wenn Sie meine Videos weiterhin sehen wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Tschüss und Salü aus dem Saarland.